Einen wunderschönen guten Tag und wir sind wieder zurück mit Gothic Phone. Und es sind natürlich die altbekannten Hasen dabei. Es kann nicht schlimmer werden. Sind wir mal ehrlich, es kann nicht schlimmer werden. Es ist der Ray dabei, Andy Knight, Caro ist am Start, Wernle ist am Start, Khaleesi, Bunte Ananas, Graf Rampula. Hallo. Eihappen und natürlich. Hallo. Ja, Tintaros Zappelos. Achtung, ich zappel mal für die Kamera. So. wir sind wieder am Start und ich würde sagen, verschwenden wir keine Zeit, weil das Spiel. Gehen wir rein. Gut, viel Spaß. Ciao. So. Ich habe natürlich wieder was. Weihnachtsfest bei den Pixelhelden. Aber was Harmonisches machen zur Abwechslung mal, ja? Ich meine, bevor wir wieder irgendwelche Lieder in den Zebras haben, die dann pinke Dinos sind eigentlich, machen wir mal das, was doch schwer zu zeichnen ist. Also ich glaube nicht, dass es bis zum Ende durchkommt. Aber ich glaube, da wird ein bisschen Herzensangelegenheit dabei sein. Da wollen, wenn er jetzt einen Simon, Martin, Ray oder Tinte hat, die wollen das schön zeichnen, ja? Und wenn Ray das hat, wird es nicht fertig wahrscheinlich, weil der steckt da ein bisschen zu viele Teile rein, aber ist ja auch schön, ne? Vielleicht ist das Detail dann genug, dass man es trotzdem erkennt, wie beim Flamingo. Tinte ist in Zeit nur... Oh Gott, ja. Wir malen Tinte. Wir malen Tinte. Huch, nein. Bei Tinte macht man ja eigentlich eher blau. Warte mal, dann machen wir das hier jetzt grau, oder? Bei Tinte macht man eigentlich eher schwarz, genau. So. Wunderbar. Dann haben wir hier noch die Feder, die rauskommt. Ich habe das Gefühl, so zeichnet man keine Feder, aber ist mir egal. So. Zack. Nein. Zack, zack. Ring. Ring. Oder das wird doch orange, oder? Vor allem hat das Ding erstmal einen lilanen Hintergrund. Ah! So. Ja, es wird eher gelb. Dann machen wir es gelb. Alright. Grauenhaft? Finde ich gut. Krass, und ich bin der Einzige, der vorher fertig ist. Oh, das wären ein paar unfertige Zeichnungen. Aber ist egal, das macht's lustig, finde ich, das Format. Wenn man nicht unbedingt weiß, was hier stattfinden soll. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Laserschwert Kampf in Frankreich neben dem Eiffelturm. Eine französische Star Wars. Finde ich eine sehr schöne Idee. Man erkennt definitiv. Ich glaube auch, dass es so in die Richtung gehen wird. Ein Pärchen beim Minigolf. Alright. Jetzt machen wir hier erstmal die Minigolfbahn. Das ist so die Basic Minigolfbahn, würde ich sagen. So. Dann hier das Löchlein. Und die Flagge. So, der Pol hier. Ich weiß nicht, so sehen die bei uns aus. Ich weiß nicht, wie das sonst aussieht.
Die Dinger sind im Regelfall trotzdem grün, während das hier eher so in die bräunlichere Richtung geht. Dann zack, zack. Ah, nee, eher nicht. Machen wir hier einfach nur den weißen Ball hin. So. Das ist ein bisschen zu dick. Na, Augen ein bisschen höher vielleicht. Dass er nicht ganz so viel Stirn hat, der gute Bursche. Der kriegt braune Haare, würde ich sagen. Und dann finden wir hier blond. Ja, würde ich sagen, machen wir blond. Zack. Dann hier noch mit dem Schläger in der Hand. Und du ebenfalls. Mein Gott, ich kann gerade nicht gerade malen. So, kann man erkennen, finde ich. Kann man durchaus erkennen. So, das Ganze hier machen wir jetzt noch grün im Hintergrund. Oder machen wir das eher dunkelgrau? Ja, komm, machen wir das eher dunkelgrau. Dass man es vielleicht besser erkennt. Ich finde, das ist okay, oder? Kann man machen, definitiv. Kann man machen. So. Zack. Zack. So. Eine meiner besseren Zeichnungen, wie ich finde, meine Damen und Herren. Feuerwehrauto löscht Flugzeug, das nicht brennt. Also es brennt ja nicht, es ist ja... Okay, es ist ein Feuerwehrmann. Ich habe den Mann tatsächlich nicht erkannt. Ich dachte, es ist das Auto. Hier geht der Schlauch vom Auto raus und dann macht sie hier Riesenschlauch und dann Wasser. Feuerwehrmann, bitte, ja? Okay. Und Ananas fährt cool Auto. Ja, gut, okay. Da würde ich sagen, kriegst du jetzt ein nettes Auto hier. So. Dann hier die Linie rüber, hier natürlich, warte mal, die geht eher so, glaube ich. Dann brauchen wir hier natürlich noch die Tür. Ist ein bisschen größer, aber ist egal. So, dann brauchen wir jetzt noch den bunten Ananas. So, würde ich das jetzt einfach mal machen. Also warte mal, wir machen jetzt erstmal noch Anzeichen vom Lenkrad, würde ich sagen. So. Und dann können wir hier vielleicht noch so kleine Stachelchen rausmalen. Ah, okay, die erkennt kein Mensch hier. Weil ich weiß nicht, ob ein Ananas zwingend Stacheln hat. Ich hoffe, das erkennt man jetzt einmal als Ananas. Vielleicht zumindest, wenn ich hier oben noch ein bisschen was braun mal, oder? Ja, dann vielleicht so nämlich. Dann können wir das alles hier jetzt wunderschön schwarz machen, oder? So nämlich, jawohl. Dann machen wir hier noch ein Kit-Zeichen hin. Also den Scanner.
Ich finde, das ist wunderbar, oder? Einfach um mal ein bisschen kreativ zu werden hier. Jetzt bist du dran, diese Szene. Achso, nee, ich muss beschreiben. Robin Hood hält einen pinken Muffin. Und er hat nur einen Arm, aber da wird wahrscheinlich wieder die Zeit ausgegangen sein. Ich glaube, es ist Robin Hood, also der Bogen fehlt mir zwar ein bisschen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer sonst sein soll. Kann man mir, glaube ich, nicht übel nehmen, wenn ich da Robin Hood erkenne. Eine große gemeine Gurke, schneide zwei kleine Gurken in zwei. Alles klar, okay. Ne, warte mal. Wenn das schon eine böse Gurke ist, dann kriegt die rote Augen. So, dann haben wir hier kleine Gurke 1. Würde ich sagen, ist schon in zwei gehackt. Oh Gott, nein, falsches Tool. Und dann machen wir die andere kleine Gurke, die Angst hat. So, du hast ein Messerchen. Das ist okay, finde ich. Kann man machen. Eine große, gemeine Gurke, schneide zwei kleine Gurken in zwei. Ja, doch, okay. Kann man erkennen. Muss man aber nicht. Ich hoffe, man erkennt, dass die halt schon in zwei geschnitten wurde und die kleinere jetzt quasi davor ist. Also dran ist. Ja, ist okay. Kann man machen. Kann man machen. So, aber da bin ich auf den Anfangsbegriff auch gespannt. Aber definitiv. Raumschiffe fliegen auf Erde zu. Ich würde, das sieht mir nach eher menschlichen Raumschiffen aus. Das linkere vielleicht nicht unbedingt. Das rechte schon, deswegen würde ich jetzt mal von Aliens absehen. Potenziell Aliens. Habe ich potenziell mit 2 L geschrieben? Ja. So, dann. Ich bin mir nicht sicher, ob es Doppel-T schreibt, aber egal. Ich bin gespannt. Wow, schon wieder durch. Okay. Es tut mir so leid. Die Runde ging echt gefühlt sehr schnell. Die ging echt sehr schnell. Ich glaube, ich habe diesmal gar nicht so viel erzählt, weil ich so on fire war, die Dinge rechtzeitig fertig zu malen. Aber ich fand. Aber das, was ich hatte, fand ich, glaube ich, alles gar nicht so wild. Es war sehr human, ja. Ja. Was? Außer eine Sache. Ja, vielleicht habe ich es auf falsche Erinnerung, vielleicht war das doch nicht so human. Egal, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir sehen schon, wie human das ist, war. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich habe einen ziemlich scheiß Satz am Anfang gegeben. Ich weiß ja gar nicht, wie das. Ah, nee, stimmt gar nicht. So scheiße war der gar nicht. Passt. Okay. Polizist mit Schnurrbart liebt Kaffee und Donuts. Kleiner ist frei. Absolut. Es kam an. Also bei mir kam es. Wow. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. So habe ich mir das ein vorgestellt. Ein dicker Polizist liebt seinen Donut und Kaffee. Ein Wo ist der Kaffee? Dicker Polizist isst einen Donut. Der Kaffee
Ja, stimmt, der Kaffee kam nicht durch. Ja, gut. Mein Fehler. Also, ja, die ist da nicht, Robin, ne? Hood hält einen pinken Mantel. Robin Hood! Ach, das war das! Oh! Mann mit Zipfelmütze isst pinkes Eis. Ja, so schnell. So schnell. So schnell ist man seine Dienstmann los. Der hatte eine so grüne schnell, Uniform ja. an, das habe ich nicht erkannt. Ja, okay. Weißt du, Andi, damals, früher, da warst du noch wahrscheinlich gar nicht auf der Welt. Da hatten die Polizisten tatsächlich grüne Uniformen. Da warst du noch gar nicht auf der Welt, ja. Okay. Da haben wir schon lange die blauen. Ihr unten da in Dunkeldeutschland hattet doch, in Süddeutschland hatte doch schon lange die grünen. Das ist aber der moderne Robin Hood, der hat nämlich eine 38er am Gürtel. Ich habe auch noch gesagt, wo ist denn der Bogen? War der im Krieg oder sowas? Der hat doch nur noch einen Arm. Was ist denn mit dem passiert? Aber der Donut ist sehr geil gemalt, das muss man sagen. Der Kaffee geht auf jeden Fall auf meine Kappe, aber das aus dem Polizisten Robin Hood wurde, da. Ja, so schnell wendet sich das Blatt. Was ist das eigentlich für ein Ziegenbärtchen, was er da gemalt hat? Das ist das gehört dazu, Alter. Warum habt ihr dann im Norden dann die grüne Uniform? Dein Freund und Helfer. Achso, ich dachte, das soll so Sapper sein. Dachte ich auch. Nee, das ist ein Ziegenbart. Ganz klar. Im Norden haben wir halt die blauen Uniformen, weil das schon früh gehabt. Ah, oh, je. Oh, toll. Okay, Andi, gib uns. Weihnachtsfest bei den Pixelhelden. Hä? Was? Okay, das hatte ich nicht. Das hat keiner verstanden. Bei mir raus. Ah, okay. Hä? F-R-I-I-N-D-S. Ich hab den Tannenbau vergessen. Sitzen im Central Park. Die Zeit war zu oh mein Gott, das ist da. Ja, sorry, es war so schlecht. Drei Männer treffen sich im Park auf Google Maps. Sau gut. Google M. Zwei Bilder. 1x Menschen im Wald, 1x Google. Ja, gut, ja. Oh mein Gott, wie Baumpflanzen für jeden Klick. Cool, gute Idee, Tinte. Geil. Ja, es ist relativ ähnlich geblieben. Weihnachts- und bei den Pixelhelden, Baumpflanzen für jeden Klick. Ich dachte so, oh, Central Park. Viel zu kurz. Ich wollte noch einen Weihnachtsbaum malen und dann wäre das eigentlich gut geworden. Das hätte man von, ja. Ja, ich hab tatsächlich bei mir, dachte ich so Central Park, dachte ich so, ach komm von oben, vielleicht Park, erkennt man es. Central Park. Ja, gut, ich dachte schon Park, oder? Nee, das ist das Café aus der Serie. Ich dachte, das ist doch perfekt. Das ist doch ich hab's nie geschaut. Sorry. Mega. Wunde wieder mit Insider-Info. Ja, also ich wusste natürlich, was Friends ist. Das wusste ich schon. Gesuchtet. Aber irgendwie habe ich dann den Fokus mehr auf den Central Park gelegt. Ja, aber das ist dann natürlich auch was anderes. Ich hätte eine Frage an Kelisi. Was steht da bitte unter Google? Sorry. Ich soll eigentlich sorry. Hin, und dann sorry. Zeit beendet, sorry. Danke. Sorry. Also das MAPS hast du nicht mehr gekriegt, aber sorry hast du nicht mehr gekriegt. Ah ja. Was soll ich denn da raussehen? Nein, ich hatte erst Google geschrieben und dann hatte ich überlegt, da keine Karte hinzuzeichnen, weil wir wollten ja eigentlich nicht so viel schreiben. Das habe ich aber Zeit in die Hingung, habe ich sorry und dann wieder. Warum hast du nicht einfach Maps hingeschrieben? Wollte ich gerade noch. Ja, okay. Ich kam nur bis zum Ende. Geil! Ja. Schön. Oh Mann. Also an dieser Stelle nochmal sorry an Andi, dass ich zu langsam gemalt habe. Alles gut. Ich dachte mir schon, dass ihr das Weihnachtsfest. Ich dachte mir tatsächlich schon, wenn das einer von euch kriegt, möchte da so viel Detail und Liebe reinstecken, dass euch die Zeit ausgeht. Ja, richtig viel. Das hast du richtig erkannt, das hat auch so funktioniert. Oh, ich bin jetzt gespannt. Horodet beim Minigolf spielen. Was? Oh, ich hasse dich. An, aber sonst... Ach, das ist der. Also, okay, ich weiß, wohin das ein Pärchen beim Minigolf. Ja. Ach so, sie hat keinen Bock. Ja, ja. Klar. Da waren wir schon beim Pärchen. Paar auf Minigolfplatz eingelacht. Oh. Wow. Hallo, oh, der gleiche Bahn zu altes jemand. Ehepaar mit Gehstock schiebt sich Sturm an. What? Altes Ehepaar What? Schauen auf einen hohen Turm. O-O. O-O. Ich habe tatsächlich beim Abklicken gemerkt, oh, das könnte noch ein Minigolfschläger sein. Alter, schön. Aber bitte, hat deine Frau eine Gasmaske auf oder was ist das? Das ist von hinten. Von hinten. Doch von hinten. Ja, ja. Okay. Guck nach vorne. Okay. Ich finde super, dass Simon und ich die gleiche Bahn aus einer anderen Perspektive gezeichnet haben. Ich finde das ein schöner
Scheiße. Dass der Holzfäller jetzt Minigolf spielen geht. Ich hab mich, während ich das gemalt habe, entschieden, eingelocht zu schreiben und habe auch schon gesagt, das könnte jetzt alles versauen, aber es ist ganz gut ausgegangen. Du hast Glück gehabt, dass es Bunde getroffen hat, der ist nicht so versaut. Mensch, Vanessa, da hättest du noch voll gut mit dem Minigolfschläger auf den anderen draufhauen können, ey. Da wäre auch voll viel Spielraum. Das Problem ist, ja, also das Horror wurde relativ schnell in den Akta gelegt. Ja, toll, ey. Ich wollte eigentlich auch ihr noch übel schlechte Laune verpassen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Ja, so viele Details, die drumherum waren, kann ich verstehen. Ja, aber guck mal, wie viel Liebe in die Mühle da. Ja, danke. Auch die 3D-Effekte bei den Leuten. Ja. Und erst der Staubsauger, den der Mann in der Hand hat. Mann! Ich hab echt drüber nachgedacht, dass das... Man kann sogar das Modell erkennen, ne? Also, das ist echt wahnsinnig gut gemacht. Ja, ich hab vergessen, ob das ein Staubsauger ist. Aber jetzt mal ernst. Guckt euch mal das Bild von Bunte an und guckt euch mal das Bild von Klisi an. Die eine hat ein altes Ehepaar gemalt mit Gehstock und der andere halt einen Minigolfplatz. Und das sieht aber schon irgendwie ziemlich ähnlich aus. Oder? Ja, das kann man sehen. Absolut, man kann. Ja. Ach so. Ach, voll süß. Es könnte aber auch irgendwie eine Startbahn vom Flughafen sein. Aber es ist okay. Also. Von, werden die gerade weggeweht oder so? Okay. Aliens attackieren die Erde. Aha. Oh, ich glaube, das habe ich direkt am Anfang bekommen. Okay. Ja, das habe ich dir gesagt. Die attackieren gut. Das so? Okay. Oh, gut. Raumschiffe fliegen von der Erde, V. Was? V. Jetzt komm on, Alter. Der Platz hat nicht gereicht. Oh, das ist gut gemalt von Caro. Mega. Mega. Ja. Danke. UFOs besuchen die Erde. Freundlich oder feindlich? Ja, das war doch nicht so ganz klar. Da sind wir wieder. Rampy hat's. Zwei Raumschiffe fliegen zur Erde. Ja, ist okay. Ja, sie ist gut. Ja, ist doch gut. Ist das ein Spin? Ja, ein X-Wing hier. Raumschiffe fliegen auf Erde zu. Potenziell Aliens. Potenziell Aliens. Schön. Klar, ja. Also, das ist eigentlich die Geschichte rückwärts. Am Schluss, am Anfang wird attackiert, aber... Ja, das ist halt hin und her. Ist das, ja. Dann kommen sie näher, dann wissen wir es nicht. Dann fangen sie an zu schießen. Perfekt. Das schönste Bild würde ich an Caro geben. Ich finde es einfach schön gemalt. Auf jeden Fall. Zwar wenig Detail. Die also, Chaplin-Hüte, die er immer getragen hat. Raumschiffe fliegen von der Erde V. Aber Caro, ich finde schon, wenn es Brasilien ein bisschen besser treffen können auf der Karte. Ja, aber von der Perspektive her finde ich es irgendwie einfach geil gemalt. So. Danke. Andi, du weißt nicht, in welchem Zustand die Erde da war. Das kann sein, dass du in Jahre weißt du wohl noch alles, das irgendwo so gerade voneinander weggedriftet ist und dann sieht das so aus. Ne? Dass ich mal für meine Kunstwerke gelobt werde. Mann, Frau Kunstlehrerin, hätten Sie mich doch nicht im Musikkurs gesteckt. Die Feuerwehr löscht ein Flugzeug. Oh, das habe ich mir gedacht, dass das von dir kommt. Das war so langsam. Das habe ich recht gut, glaube ich, erkannt. Erkannt habe ich. Flugzeug nach Absturz wird gelöscht von Feuerwehr. Ja. Ja. Okay, jemand, der auch kein Feuer gelöscht hat. Feuerwehrmann löscht Flugzeug, das nicht brennt. Der war gut. Ja, geht kein Detail aus. Feuerwehrmann löscht Flugzeug mit Schlauch. Mit Schlauch. Gelber Feuerwehrmann, Mann. Das sieht jetzt schon fast aus wie ein reinigt ein Flugzeug. Ja. Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt eher nach einer Reinigung aus. Das sieht irgendwie aus wie so ein Rapper, der so ein Mikrofon hält. Das Feuer war es zu spät. Ihr lacht. Bei uns am Flughafen, wir haben auch ockerfarbene Brandschutzkleidung. Was? Nee, aber ich glaube, am Flughafen haben die doch sowieso immer auch ein bisschen andere, auch die Feuerwehrwagen sind doch gelb, oder nicht, statt eigentlich rot. Ja, also es gibt eine Norm, aber die Norm muss nicht umgesetzt werden. Also unsere sind rot. Ich habe keine Ahnung, wie ein Feuerwehrmann am Flughafen aussieht. Ich habe halt einfach was gemalt. Das entscheidet auch jeder Flughafen selbst, wie die aussehen. Ich finde auch geil, dass man das Flugzeug balancieren kann. Weißt du, guck mal, da spart man wie viel Reifen. Ja. Stimmt, genau. Es fehlen noch zwei Räder und es fehlt noch das Feuer. Ja. Es fehlt auch noch das Mittelruder da. Ja. Aber auch stark, also ich fand das haben wir bei Vanessa gebraucht man nicht.
Die Beschreibung von Andi fand ich aber auch sehr, sehr nice mit Feuerwehrmann, Löschflugzeug, das nicht brennt. Ja, okay, Andi, das war Details. Ich schreibe das auf, was ich sehe, ja, und das ja. Flugzeug brennt nicht. Genau, in der Folge ist mir das, habe ich mir wirklich auch für mich so gedacht, hey, weißt du was, ich schreibe jetzt einfach nur genau das auf, was ich sehe. Und ich glaube, genau so, das ist der Ansatz. Eigentlich richtig gut, Mann, richtig gut. Ja. Ich meine, es ist ja aber auch logisch, es ist ja eine fortlaufende Geschichte, es war halt einfach dann schon gelöscht. Ja, aber das war ganz klar. Und irgendwann wird es halt gereinigt. Hat schon gelöscht. Ja, aber gut zu sehen, dass es danach nie wieder gebrannt hat. Ja, weil war ja schon gelöscht. Aber Hauptsache drauf. Jetzt ist halt die große Frage, welcher der Feuerwehrmänner hat den Reifen geklaut? Ja, ich denke einfach, das ist abgebrannt. Ja, und am Schluss wurde halt noch ein bisschen gereinigt und dann... Ja, für die Versicherung, wenn sie es anguckt. Ja, Martin macht es gerade unten im Prinzip, ne? Genau. Fall gelöst, Akte geschlossen. Gut. Tinte ist in Zeitnot. Danke. Das kam nie bei mir an. Egal, was da jetzt... Aber da kommt gar nichts. Da kommt gar nichts bei Tinte spielt gar nichts von uns, die Zeit läuft ab. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns, Ray. Geil. Wie kommt er denn darauf? Stark. Ja, man mit Mütze geht an ein blaues Telefon um 11 Uhr. Kerl mit Mütze bekommt um 11 einen Anruf. Yes. Auch gut, auch gut. Um 10 Uhr klingelt das Telefon vom Mann mit Schnurrbart. Mit Schnurrbart. Was? Ja! Ich hab da halt einfach ein blaues Telefon und eine 11 Uhr. Ich dachte noch so, oh Gott, ich hab's glaube ich voll verkackt. Da geht's wahrscheinlich nur darum, dass die Zeit knapp wird. Egal, ich habe jetzt halt Tinte genannt und jetzt ist es halt tatsächlich. Tinte spielt Gartik vorne und die also ganz stark, wie auch immer. Mega gut, ja. Von dem Bild von Andi, okay. Ja, okay. Feder im Tintenfass. Ja, natürlich. Ach so, ich dachte, es ist ein Mikrofon. So ein Standmikrofon. Oh, so, nein. Der sitzt noch davor und dann, oh ja, okay. Oh, das war halt der gleiche Stil, den ich mit Rampy letzte Folge hatte. Oh, ganz stark. Ja, egal, irgendwie war es nochmal im Rennen. Ist okay. Ja. Star Wars. Kampf um den Eiffelturm. Finde ich ein geiles Topic. Also finde ich schon mal ein cooles Topic. Ja, auf jeden Fall. Ja, wer kennt sie nicht, die Episode? Laserschwertkampf in Frankreich neben dem Eiffelturm. Luke Skywalker und Darth Vader duellieren vor Eiffelturm. Darth Vader. Hey, bei mir stand nichts von Eiffelturm. Was Luke Skywalker und Darth Vader kämpfen mit Laserschwertern. Ja, aber echt, ey. Nein, ich wollte es nicht, aber ich hatte keinen Darth Platz Vader mehr. Kämpft gegen Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, das ist verdreht, oder? Es fängt erst eigentlich mit dem Kampf gegen Obi-Wan Kenobi an. Dann kam der Kampf mit Luke Skywalker. Dann kam der Eiffelturm dazu. Oh, schön. Ich kann nicht mehr. Shit, ey. Oh, und dann ging es nur noch um den Kampf um den Eiffelturm. So sieht es immer aus. Wir haben da lange gekämpft. Ja. Schön, dass schön, dass in Karos Bild auch noch die französischen Schwerter hochgehalten werden. Ja. Ja. Ist mir dann auch auf. So. Oh, shit. Was gab es? Wie Obi-Wan irgendwie von oben nass? Hält er sich irgendwie den sein Umhang vor, damit er nicht drauf getroffen wird oder sowas? Lass mich in Ruhe, der hat eine Mütze auf. Sieht man doch. Nein, der hält sich das doch so über den Kopf. Ja, das ist ganz klar. Ja, ja. Ah, oh, das ist auch gut, ja? So wollte ich das. Ananas genau. Trägt eine Sonnenbrille und fährt dabei Auto. Ja, finde ich gut. Find ich gut. Oh, nice. Richtig gut. Ja, Mann. Ananas mit Sonnenbrille fährt ein rotes Cabrio. Hä? Geil! Alter, nice! Voll ganz gut! Stark. Guter und Ananas Mann. Fährt cool Auto. Wo ist die Sonnenbrille abgeblieben? Ananas fährt Sportwagen. Das ist doch der DeLorean. Geil! Oh mein Gott! Eine Ananas fährt wahnsinnig schnell in einem roten Cabrio. Wahnsinnig schnell! Das ist geil. Aber immerhin ist es rote Cabrio und die Sonnenbrille wieder da. Ja, klar, ohne Sonnenbrille geht halt nicht, ja. Gut.
Hat gepasst. Das ist echt gut, Mann. Das ist richtig gut, ja. Oh, geil, geil. Richtig nice. Andi, hast du da den DeLorean gemalt, oder? Nein, das ist Kit. Ah, okay. Achso, das wurde nicht da vorne. Ja, das ist rotes Licht vorne. Lol. Okay. Weil die zwei verschiedenen Reifen gefallen mir bei Andi. Der ist gerade abgefallen. Ja, ja. Das ist halt ein Sportklopf wieder mal gewesen. Aber gerade wenn das Kit ist, müsste doch da die Sonnenbrille drauf sein, oder? Echt mal. Da hat die Zeit gefehlt. Ich habe eine halbe Stunde ein Kit gezeichnet. Ja, man verkünstelt sich manchmal an so ganz banalen Sachen. Das ist echt krass, ja. Ah, herrlich. Oh, jetzt bin ich gespannt, Gurke bereitet einen Gurkensalat zu. Oh. Ja, Mann. Oh. Eine Gurke teilt eine kleine Gur. Also, eine kleine Gur. Eigentlich stand da kleine Gurke in Stücke, aber gut. Ja. Gut gemacht. Danke. Große gut Gurke gemacht, zerteilt ja. Kleine leidende Gurke und lacht dabei. Kleine leidende Gurke? Shit, ist das große gut, gemeine Mann. Gurke schneidet kleine Gurke. Yes! Die Gurke entzahlt in die Gurke. Alter, ist das gut. Alter, ist das gut. Aber es hat sich durchgezogen, oh, auf jeden Fall. Ja. Also ganz stark an die Aber Mali alle Bilder sehen geil aus. Ganz, ja. ganz stark an euch hier. Danke. Respekt. Gurke okay. bereit, einen Gurkensalat zu. Die Gurken zerhackende Gurke. Ja, ist richtig. Ist alles richtig. Ja, schön. Hat sich durchgezogen, Mann. Oh, also, geil. Hier, aber hier würde ich jetzt wieder, also mein Vote geht an das. Khaleesi ist auch richtig stark, aber ich glaube, ich würde für High happen. Also ich finde das ja. mit der Totenkurve. Ja, vor allem halt dieser Blick, dieses Lachen so völlig mir alles ganz scheißegal. Stark. Dieses Psychopathenlachen ja, einfach. Ja. Ich lebe in meiner Welt. Und ich werde dich jetzt in zwei Stücke zerteilen. Die tote Gurke freut sich auf jeden Fall noch. Ja. Sie lacht und, auf jeden Fall. Und Khaleesis Gurke ist eigentlich ein Bauarbeiter, der killt die andere Gurke mit einer Mauerkette. Ja, hier ist das Messer ein wenig verursacht. Und die kleine Gurke hat auch noch die Xbox-Zeichen drin. Ja. Nein, das ist das X in den toten Augen. Ach, das ist ein ja. Auge. Stark. Oh. Sehr gut. Ja, geil. Sehr gut. Herrlich. Oh, ja, Tinte, du hast das letzte Wort. Ja, war wunderbar. War wie immer viel zu lachen. Und wir wissen, wir werden noch ganz groß rauskommen, weil wir absolut kranke Künstler sind. Ihr seht's ja. Was so wir uns ausdenken, kann man sich gar nicht ausdenken. In diesem Sinne, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.